Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bewerbungshelfer. Mein Name ist Falk L. Miesmann. Heute möchte ich jungen Menschen zeigen, wie man sich denn richtig bewirbt. Schauen wir uns doch jetzt einfach mal ein paar Musterbeispiele an. Wie immer haben wir bei unserem Partnerunternehmen ein paar versteckte Kameras untergebracht. Herzlichen Dank dafür. Und bitte. Herr Hansen! Bitte. Jo! Miesmann! Nehmen Sie Platz, genau. Ja, Sie haben sich also bei unserer Firma um einen Arbeitsplatz beworben. Hierherin, bitte nicht rauchen. Wer sind Sie? Erzählen Sie doch mal was über sich. Miesmann, ich bin halt der Sascha, ich komme mal drüben vom Blog, bin da recht krass am Start, hab da schon einiges von der... Ihr Name war jetzt? Shirin Müller. Gut. Ich heiße Valerie Kurzfeld, meine Freundin nennt mich Shadow Death. Ich bin 16 Jahre alt, ich bin ein Level 90 Schurke. Herr Neumann Hintel, bitte. Hasenbruch. Servus. Ja, warum suchen Sie nach einer neuen Aufgabe für sich? Machen Sie mal einmal. Ich brauche Geld. Also meine Mutter will nicht zahlen, also muss ich Geld anschaffen. Ja, dann haben Sie Erfahrung mit den typischen PC-Systemen? Ich habe eine Xbox zu Hause. Ich gehe auf Facebook. Ich habe selber Schuld mit einem scheiß Mac. Ich muss ja mal einen gescheiten PC holen, nicht so ein Pussy-Teil. Sie kennen sich, oder Sie würden sagen, Sie haben Erfahrung mit PC-Systemen? Ja klar, also ich habe jetzt meine GeForce GTX 690 mit dem neuen Overlock-Release von Booster getunt und die CypherSync mit dem Red Over. Also, kennen Sie sich auch aus mit Social Media? Also jetzt mit so Fachbegriffen kenne ich mich jetzt nicht so aus. Können Sie das vielleicht nochmal so wiederholen, nochmal auf Deutsch so? Ja, gehen wir weiter. Also ich kann wirklich innerhalb von 5 Minuten kann ich Ihnen Sendseiten schreiben. Auf ein Handy. Letztes Jahr, da ist der mit dumm gekommen, weißt du, links, rechts, bam. Jo, Digga. Was bei dir? Später. Tight, Alter. Ja, ich brauch noch ein bisschen. Bin ich gerade beim Chef. Krass am Start, Mann. Fast Team, nein, Mann. Geht mir Fotze wie ein Turnbeutel. Sind Sie derzeit schwanger oder planen Sie eine Schwangerschaft? Also, ich plane einen neuen Chart zu erstellen. Ich weiß nicht, zählt es da jetzt auch dazu? Wären Sie mit einem Drogentest einverstanden? Ja, also ich weiß es nicht, zählt Red Bull zu Drogen? Kinder eher nicht, weil. Naja, dann ist man irgendwo gebunden und könnte nicht so poppen, wie man wollte. Ja, wären Sie mit einem Drogen- und AIDS-Test einverstanden? Ja, sind Sie derzeit schwanger? Wären Sie mit einem Drogentest einverstanden? Oh, ich war letzte Woche schon bei der Spitzpolizei. Ja, wären Sie mit einem Drogentest einverstanden? Brauchst du was? Meine größte Schwäche ist, dass ich überhaupt gar keine Schwäche besitze. Ich kann sagen, ich habe von Ihnen gehört, genug gehört und bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit und Ihre Antwort. Perfekt, Mann.